So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute widmen wir uns dem Thema Hamsterkäufe. Nein, Feldhamster, ja. Und um diesen blödsinnigen Gag davon wegen mit den statt Hamsterkäufen lieber Feldhamster machen zu können, muss ich jetzt tatsächlich ein Hamstervideo machen. Ja? Hätte ich ja gar nicht gemacht, wenn ich nicht unbedingt diesen Witz mit dem Feldhamster eben hätte verwursteln wollen. Der Witz ist also schuld, dass es jetzt dieses Video gibt. Ursprünglich saß ich im wunderschönen Tannenmischwald, aber leider hat das Wetter nicht so gewollt, wie ich so will. Kaum war ich da angekommen und wollte was erzählen, ging es auch schon los mit dem Regen. Also bin ich jetzt umgezogen hier zur Hütte und bin zwar im Wald, aber leider nur Hüttenkulisse. So, ich hau mich noch ein bisschen bequemer hin, dann geht's los. So, jetzt. Guckt euch mal bitte, wenn ihr Lust habt und wenn ihr den Hamster noch nicht super, super sympathisch findet, dann schaut euch bitte mal Link Nummer 1 in der Videobeschreibung an. Das ist ein Filmchen vom BBC zum Hamster, der, ich glaube, auf einem Wiener Friedhof, bilde ich mir ein, unterwegs ist. Es gibt nur selten Fälle von Hamstern, die sich einen städtischen und einen wirklich ganz stark menschgeprägten Lebensraum zu eigen machen. Der Friedhofshamster ist da wohl einer davon, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Man kann beim Hamster, das möchte ich gleich dazu sagen, nicht davon ausgehen, dass der es ähnlich wie ein Fuchs schafft, sich ins städtische Leben von uns Menschen so gut zu integrieren, dass er da einen neuen Lebensraum entdeckt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also muss man wirklich sehr froh sein, dass es diesen Friedhofshamster da oder die paar Friedhofshamster, das sind wohl mehr als einer, da eben entsprechend gibt. So, und dieser Film ist so großartig gedreht, gehört zum Besten, was ich tierfilmerisch bisher so gesehen habe. Es ist halt nur ein Hamster und nicht ein oller Bär in Alaska. Also nicht, dass Bären oll wären, aber ein Bär in Alaska. Film ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Das kann ich auch, wenn ich nach Alaska gehe und irgendwo hingehe, wo die Bären sind, dann kann ich da auch einen Bär filmen, ja. Das ist also, ne, aber hingegen wunderbare, stilistisch großartige und unglaublich sympathische Aufnahmen vom Hamster auf dem Friedhof. Das muss man erstmal hinkriegen und das möchte ich wirklich empfehlen, einmal schnell anzuschauen. Dann wisst ihr, warum der Hamster so unglaublich sympathisch ist. Es ist wirklich großartig geworden, dieses Filmchen. So, wir kommen zu den äußeren Merkmalen vom Hamster. Ein mitteleuropäischer Hamster, also so ein deutscher Hamster beispielsweise, der hat eine Kopfrumpflänge bei adulten Tieren so zwischen 20 und 27 Millimetern. Zwischen 200 und 270 Millimetern, so, also 27 Zentimeter bis zu groß. Und hat noch einen kurzen Stummelschwanz, der ist so 5 bis 7 Zentimeter lang. Und man muss sagen, dass die Männchen bis zu ein Drittel größer sein können als die Weibchen. Also da haben wir schon einen mittleren bis deutlichen Geschlechtsdimorphismus. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, welche Hamsterpopulation wir betrachten. Die europäische, wie gesagt, mitteleuropäische, sind eher die kleinen Hamster. Wie bei fast allen Säugetieren ist es so, je nördlicher das Vorkommen der entsprechenden Art, desto größer sind die. Das heißt, der sibirische Hamster, wenn man ihn dann so nennen möchte, der sibirische Feldhamster, das ist mit der größte. Der wird dann bis zu 650 Gramm schwer, was ordentlich ist für ein Nagetier, wirklich sehr, sehr ordentlich. Und die einheimischen Hamster, da hat man schon Exemplare mit 460 Gramm gefangen. Aufgrund der Tatsache, dass er ja eben gerne landwirtschaftliche Nutzflächen mag, gab es bis mindestens 1900 noch jede Menge Hamster im Bereich Mecklenburg-Vorpommern, im Bereich Sachsen-Anhalt, Sachsen, also da, wo halt eben sehr viele Kornfelder gestanden sind, zu dieser Zeit auch insbesondere. Und da hatte man also wirklich enorm große Hamstervorkommen. Er galt da auch als Schädling, wurde entsprechend, dazu komme ich dann noch, bekämpft. Und das führt dazu, dass wir eben aus dieser Zeit und der Prämie für Hamsterfell, also da konnte man Hamsterfell eben entsprechend abgeben und wurde dafür bezahlt, um halt zu beweisen, dass man Hamster erlegt hat. Grauenvoll eigentlich, aber ja gut. Er ist in großen Auftreten, ist er tatsächlich eben ein Landwirtschaftsschädling, wenn man diesen Begriff tatsächlich verwenden möchte. Ich würde ja eher sagen, er will was abhaben, aber gut. Ja, und daher weiß man eben ganz gut, dass wie groß so ein Hamster hier in Norddeutschland so werden kann und was
was der so treibt. Ne? So, zur Farbgebung hatten wir ja schon gesagt, er ist sehr, sehr, sehr bunt. Das äußert sich aber so, dass er grundsätzlich einen bräunlichen Rücken hat. Und von oben drauf gesehen, aus der Vogelperspektive, das ist kein Zufall, weil Vögel sind potenzielle Feinde, Raubvögel, wirkt er sehr bodenfarben, also Tarnung auf gut Deutsch. So, Kornstoppelbodenfarben, also irgendwas zwischen braun im Sinne von Bodenbraun und blond im Sinne von Weizen, Stroh, irgendwie sowas in die Richtung blond, ne? Die ganzen anderen zusätzlichen Farbmerkmale, die er noch hat, hat er zum Beispiel im Gesicht, so an den Backen, hier hinten am Hals noch so lustige weiße bis beigeliche, bis so ein bisschen ins blonde übergehende Flecken. Aber ihr seht ja selber, wie der so ein Hamster aussieht. Gerne hat er auch mal noch einen weißen Brustfleck und eben eine charakteristische Zeichnung vom Gesicht, womit man auch Hamster ganz gut auseinanderhalten kann. Da das ja schon ziemlich stark variieren kann. Gerade bei so einem farbenreichen Tier sind da individuelle Färbungen ganz gut unterscheidbar. Wenn er sich dann mal hinstellt, um die Lage zu checken, das macht er relativ oft, nennt man sichern dieses Verhalten. Also er stellt sich auf die Hinterbeine, streckt das kurze Näslein in die Luft und schnuppert mal und schaut mal rum, was es so Neues gibt und hört in dieser Position vielleicht gegebenenfalls auch besser. Also sichern nennt man das. Dann stellt man fest, dass er einen dunkelbraunen bis schwarzen Bauch hat, also die komplette Vorderseite, mit Ausnahme von den Pfötchen. Die Pfötchen haben Socken an, und zwar weiße Socken. Und das kann ich gleich mal vorneweg sagen. Das ist ganz spannend, weil man vermutet, dass er mit den weißen Pfötchen und den weißen Hinterpfötchen und der sonst schwarzen Vorderseite, wenn er so dasteht und dann noch die Krallen ausstreckt und dann noch das Maul aufreißt und faucht und quiekt, dann soll das wie das Maul eines großen Tieres wirken auf Feinde, dass das also zum Erschrecken gedacht ist. Die weißen Pfoten sind jeweils die Reißzähne, der schwarze Bauch ist der Schlund und dazu eben noch Abwehrgeräusche von sich geben. Das soll dann also Feinde möglicherweise vertreiben. Es kommt auch vor, dass er sich auf den Rücken schmeißt, um dem Angreifer eben die schwarze Bauchseite zu präsentieren und die Pfoten entsprechend hochnimmt. Wobei man sagen muss, das sieht eher so aus, denn an den Vorderpfoten hat er zwar 15, die fünfte ist aber sehr, sehr, sehr rudimentär, also so ein bisschen deutlich reduziert und hat zwar immer noch eine Kralle, aber ist nicht sehr groß, ne? Also die fünfte Zehe. Dafür sind die anderen vier Zehen sehr massiv ausgebildet und ordentlich bekrallt. Also da kann einem schon ordentlich eine watschen mit der Pfote. Ne? Das kann schon Blutungen verursachen. Natürlich ist ein Hamster für einen Menschen nicht wirklich gefährlich, aber wenn man der Meinung ist, einen fangen zu wollen und auf den Arm nehmen zu wollen und sonst was man ja theoretisch vielleicht ganz gerne mal tun wollen würde, also ich zumindest, ich finde die wirklich sehr knuffig, das muss man dann wahrscheinlich mit einigen Milliliter Blut durchaus bezahlen, so eine Aktion. Wenn er beißt, erst recht, denn, damit kommen wir gleich mal zum Schädel, das Nagergebiss vom Hamster ist wie jedes Nagergebiss super, super scharf. Der kann also alles zerlegen, was nicht aus Stein oder Ähnlichem besteht. Er zerlegt selbstverständlich auch problemlos leichtere Hölzer, hat er auch die Möglichkeit zu. Das bringt ihm jetzt zwar nichts zu seiner Ernährung, aber das typische Nagergebiss. Er kann also auch sämtliche Nüsschen knacken. Schalen von Getreide sind überhaupt kein Problem. Er nutzt teilweise sein Gebiss auch zum Graben, beziehungsweise wenn er dann Winterruhe hält, verschließt er seine Haupthöhle, seine Schlafkammer, mal abgesehen vom Weg zur Vorratskammer, der bleibt natürlich offen, verschließt er gerne mit einem Lehmpfropfen, den er dann da so einbaut, damit das also schön dicht bleibt und schön warm eben entsprechend in der Kammer. Und den muss er damit, wenn der getrocknet ist, im Frühjahr dann wieder aufnagen. Das macht er dann auch entsprechend mit den Zähnen. Beim Nagerzahn, ich habe schon häufig erzählt, die Besonderheit ist, es ist das Hauptwerkzeug von Nagetieren und das bedeutet, der wächst auch nach, ist eine Besonderheit im Tierreich. Die meisten Tiere haben keine nachwachsenden Zähne, Nagetiere eben entsprechend schon. So, vom Schädel her, ich kann euch jetzt noch erzählen, wie viele Zähne der hat, das interessiert sowieso keinen. Gedrungener Schädel. Damit eine relativ hohe Kraftübertragung eben auf die Beißwerkzeuge, womit er also auch eine ordentliche Beißkraft ausüben kann, wenn er das dann will.
Was interessant ist, weil sein Nahrungserwerb ist ja nicht unbedingt zwingend erforderlich, macht jetzt unglaublich feste zubeißen zu können. Vielleicht ist das auch wirklich zur Verteidigung gedacht. Daher ein sehr wehrhafter Hamster ist. So, dann kommen wir mal zur Verbreitung. Ich habe ja gesagt, der ist uns landwirtschaftstechnisch hinterhergereist, aus Zentralasien kommend und dann bei uns eingewandert. Das ist die gängigste Theorie. Man hat allerdings auch im Interglazial, also sprich immer dann, wenn es mal nicht gerade kalt war im Eiszeitzeitalter, hat man auch Fossilien von hamsterartigen Tieren gefunden. Man kann allerdings nicht sicher sagen, ob das jetzt der Feldhamster oder der Cricetus oder der Cricetus major gewesen ist, den es zumindest fossil da auch mal irgendwie gegeben haben muss. Und deswegen ist das halt schwierig. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass er sich, nachdem die Eiszeiten dann fertig waren, aus dem zentralasiatischen Vorkommen mit der Landwirtschaft zu uns ausgebreitet hat. Also kann sein, dass er vorher schon da war, wenn nicht, ist er auf diesem Wege eben entsprechend angekommen. Seine Verbreitung reicht, das kann man ziemlich genau sagen, und zwar von 44 Grad bis 59 Grad Nord, also ungefähr so Höhe Karlsruhe, ne? Bis ja, 59 Grad, da weiß ich nicht, welche Stadt da jetzt gerade liegt. Aber so, das ist dieser Gürtel, in dem man sich nach Osten verbreitet. Und zwar von exakt 5 bis 95 Grad Ost. Das ist schon ein ordentliches Verbreitungsgebiet eigentlich. Wir befinden uns also hier bei nicht allzu weit weg von eben dieser 5 Grad Ostgrenze. Befinden wir uns also an den letzten Ausläufern seines Verbreitungsgebiets. Man darf davon ausgehen, dass er schon immer hier jetzt nicht unglaublich häufig gewesen ist und schon immer, seit er da ist, hier eher eine fragmentierte Verbreitung gehabt hat. Also so in Niederlanden, Belgien oder was ist übrigens Schluss, damit man mit diesen 5 Grad, dieser 5 Grad Grenze was anfangen kann. Nach Frankreich geht er also nicht mehr so richtig rüber. Beziehungsweise höchstens noch mal so ganz selten in fragmentierten Vorkommen, wo da nicht mehr allzu viel passieren kann. Oder halt eben sehr, sehr, sehr Westfrankreich. Höhengrenze übrigens 400 Meter, höher als 400 Meter mag er auch nicht gehen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, weshalb der Feldhamster immer eben, wie gesagt, fragmentierte Vorkommen hatte. Er braucht einen gut grabfähigen Boden, wo er seine Baue entsprechend anlegen kann, bevorzugt in etwa 1 Meter Tiefe. Das heißt, der Boden muss also auch mindestens 1 Meter mächtig sein. Das lässt viele Böden automatisch mal ausscheiden. Und was ist ein besonders grabfähiger, für den Hamster gut geeigneter Boden? Löss. Und da ist er schon wieder, der olle Löss, der verfolgt uns häufiger in meinen Videos, weil er halt eben historisch betrachtet und auch als Naturraum ein ganz besonders wichtiger Boden ist. Und hier ist es eben der Boden, auf dem der Hamster, beziehungsweise in dem der Hamster besonders gut leben kann. So, das Problem, wie gesagt, wir befinden uns ohnehin am Randverbreitungsgebiet dieser Art. Das heißt, die Lebensbedingungen sind hier nicht optimal. Und es war schon immer für den Hamster tendenziell eher schwierig, hier zurechtzukommen. So, erschwerend kam jetzt dazu, dass wir ihn eben entsprechend bejagt haben. Ich hatte es ja schon angedeutet. Ihn als Schädling angesehen haben, was er streng genommen natürlich in gewissen Populationsgrößen schon irgendwo bis zu einem gewissen Grad auch ist. Aber er ist ein ganz putziger Schädling, also kann ich es ihm nicht übel nehmen. Und ja, dadurch haben wir es tatsächlich geschafft, erstens durch die Bejagung und zweitens durch den strukturellen Wandel der Landwirtschaft und die hohe Mechanisierung derselbigen. Und ich will jetzt keinem Landwirt einen Vorwurf machen, bevor man das jetzt irgendwo raushört, was natürlich einfach dazu geführt hat, dass kaum irgendwelche Halme auf dem Feld bleiben und kaum irgendein Grünstreifen stehen bleibt, sondern das ganze Ding halt dann eben kahl ist. So, und wenn jetzt der Hamster nach der Ernte rauskommt aus seiner Höhle und weiter fröhlich Vorräte für den Winter anlegen möchte, zum Lebenszyklus vom Hamster kommen auch gleich noch, dann findet der da halt gar nichts mehr, weil halt alles abgeholt worden ist und alles hochmaschinell und super effizient verwertet worden ist. Das Einzige, was der noch findet, sind ein paar Halme ohne irgendwelche Nährstoffe dran. Damit kann er dann auch nichts anfangen und damit muss er dann leider verhungern. Außerdem, wenn das Ding super tief gepflügt wird, das Feld, dann hat er auch wieder Schwierigkeiten mit seiner Höhle, muss er tiefer graben, geht nicht überall, macht es auch wieder schwierig. Und wenn da riesige Maschinen drüber fahren, kann es auch schon mal sein, dass ihm dann halt seine Gänge entsprechend einstürzen.
stürzen, wenn der Boden nicht genug Tragfähigkeit beweist, was uns wieder zum Thema Löss bringt, der besonders stabil für solche Höhlen und solche Gänge eben nun mal ist. So. Das hat dazu geführt, dass wir nur noch fast schon reliktische Hamstervorkommen in Deutschland haben. Und zwar grob in der geografischen Mitte. Da kann man einen Kreis ziehen, so Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Südniedersachsen, so diesen Bereich, so grob. Da gibt es noch die meisten. Und viele sind es nicht. Hamstervorkommen in Baden-Württemberg dürfen wir gerade davon ausgehen, dass wir so schätzungsweise 200 bis 300 Hamster überhaupt noch haben. Und zwar im Raum Heidelberg-Mannheim, also relativ weit im Norden, ne? Da wo es halt auch die viele Landwirtschaft gibt. Mit dem Schwarzwald kann der Hamster halt leider nun so überhaupt nichts anfangen. Und das macht ihn zu einer wirklich massiv bedrohten Tierart, zumal Nagetiere normalerweise wirklich Populationsgrößen haben, die sehr, sehr groß sind, wo dann viele, viele, viele Zehntausende oder Hunderttausende Exemplare auftreten, weil es sind halt kleine Tiere, da passen viele pro Lebensraum, auf einen Kilometer passen relativ viele, ja. Dadurch, dass die klein sind, müssen die auch nicht so viel essen und können sich daher an vergleichsweise wenig Land satt essen und ernähren. Und das bedeutet, dass wir jetzt nur noch, vielleicht 1000, vielleicht 2000, so genau weiß das keiner, wird gerade untersucht, komme ich noch zu, Hamster überhaupt nur noch haben, ist extrem bedrohlich. Die Hamster untereinander haben in ihren einzelnen Populationen auch wieder keinen Austausch miteinander. Das bedeutet, es kommt zu einer genetischen Verarmung, Hamsterinzest, wenn man so möchte. Da können die Hamster auch nichts dran ändern. Es gibt weniger Jungen, es gibt schwächere Jungen. Die erwachsenen Tiere sind auch schwächer. Die Lebenserwartung verkürzt sich. Die liegt übrigens bei 3 bis 4 Jahren. In Gefangenschaft vielleicht auch mal 5, aber das ist auch Sense. Ist halt nun mal ein kleines Nagetier. Die leben üblicherweise nicht sehr lange, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel den Biber. Der ist allerdings auch gar nicht so klein, aber gut. Den ganzen Schlaftieren, die Bilche, ne? Siebenschläfer, Gartenschläfer und Haselmaus. Dadurch, dass die ständig am Pennen sind, haben sie auch eine höhere Lebenserwartung. Schlafen ist gesund. Noch ein paar Worte zum Lebensraum. Natürlich gab es den Hamster ja auch schon, bevor es die Landwirtschaft gab. Das heißt, der muss ja auch mal irgendwo gelebt haben, wo wir nicht ihm einen Acker zur Verfügung gestellt haben, unter dem er rumbuddeln kann. Ja? Und zwar sind das vor allen Dingen kontinentales Klima, Steppen. Landschaften. Ja? Also das ist ein ausgesprochenes Nicht-Waldtier, das verrate ich jetzt an dieser Stelle, dann meckern hoffentlich nicht allzu viele Leute, dass ich mich mit einem überhaupt Nicht-Wald-Thema beschäftige. Nämlich wirklich, beim besten Willen kann ich keinen Waldbezug zwischen dem Feldhamster und dem Wald eben entsprechend herstellen. Er ist ein ausgesprochener Steppenbewohner, bestenfalls rennt er mal in eine Hecke, das ist aber auch das höchste der Gefühle. Im Wald wird er niemals vorkommen, fühlt sich da auch nicht wohl und findet da auch nicht wirklich was zu essen. Er ist halt eben spezialisiert aufs Feld. So. Und diese Steppen, beispielsweise so Landschaften wie die Mongolei, das ist auch gerade so das, wo er so gerade eben, glaube ich, noch reinragt vom Vorkommen her. Aber diese riesigen Steppengebiete, die man da vorfindet, da ist es eher trocken. Da ist es für den Feldhamster fast schon ein bisschen zu kalt, weshalb er da eben nicht so, nur ein bisschen reinragt, sage ich jetzt mal, von der Verbreitung her. Aber die nicht ganz so kalten Steppen, so, ja, nordwestlich von Moskau beispielsweise. Da hat es also auch viele Landschaften, die da ideal für den Hamster auch gewesen sind, bevor es uns Menschen da als große Landwirtschaftsproduzenten überhaupt gibt. Heute ist es allerdings eben so, wenn er die Wahl hat zwischen klassischer, natürlicher Steppe, Klee- und Lupinienwiesen, wo er also schon auch eiweißreiche Pflanzen finden kann, die braucht er auch dringend. Irgendwo muss ein Pflanzenfresser seinen Eiweißbedarf ja decken. Übrigens, der Hamster ist nicht wirklich ein hundertprozentiger Pflanzenfresser, der nimmt auch schon mal kleine Wirbeltiere, wenn er rankommen kann, zum Beispiel Frösche, kleine Kröten, Kaulquappen, wenn er sie kriegt, also angeln geht er nicht, aber falls was ausgetrocknet, also der nimmt eigentlich alles, was er mehr oder weniger kriegen kann, auch Käfer sind ganz beliebt und Eier, wenn er welche kriegt, holt er sich auch mal ganz gerne, insbesondere von bodenbrütenden Vögeln, die eben auch im Feld leben, da geht er dann schon mal stibitzen, der Hamster, ne? Aber ja, das ist also jedenfalls der natürliche Lebensraum, aber viel besser, wie gesagt, irgendwelche einfache Landwirtschaft, je einfacher, desto besser, je mehr sozusagen Bio, desto besser, wenn man so möchte. Heutzutage können wir feststellen, dass gerade
da, wo es noch Hamster gibt, die sich so ein bisschen gehalten haben, trotz der modernen Landwirtschaft, sie immer mehr darauf ausweichen, gar nicht auf dem Acker unterwegs zu sein, beziehungsweise die kurze Zeit, wo sie wach sind, also nicht mehr Winterruhe, das Getreide reif ist, sie sich was holen können, also reif genug für den Hamster, und der Mähdrescher noch nicht da war. Dieser kurze Zeitraum, den nutzen sie natürlich massiv aus. Danach sind sie jetzt gerne in neben der Straße unterwegs, neben der Fahrbahn. Deswegen gibt es übrigens auch viele tote Hamster durch Autoverkehr leider. Und das ist leider immer sehr gut zu erkennen, weil der Hamster doch so ein charakteristisches Fell hat, dass man dieses totgefahrene und plattgefahrene Tier leider sehr gut erkennt. Und nochmal, leider gibt es immer weniger totgefahrene Hamster. Ich habe doch selber noch nie irgendwo einen gesehen, was einfach daran liegt, dass die selten geworden sind. Ja, nicht, weil sie vorsichtiger sind und statistisch häufiger, weniger häufig überfahren werden, sondern einfach, wenn es ganz wenig Hamster gibt, dann ist die Chance, dass mal einer auf die Straße rennt, halt auch erheblich geringer. Ne? Beziehungsweise, dass der dann überfahren wird. Nachts, wohlgemerkt. Ja. So, Hecken, wenn irgendwelche Hecken in der Landschaft sind, dann geht der Hamster halt dahin. Aber das sind alles so Behelfslebensräume. Das kann man ganz gut daran erkennen, dass es auch Schrebergartenhamster gibt, die in Schrebergärten oder irgendwelche dorfnahen Äcker oder sonstiges reingehen. Obstwiesen, große Gartenanlagen, privater Natur und so weiter. Und da auch Baue anlegen und da drin auch leben. Aber, das hat man untersucht und hat festgestellt, dass Hamster, die in solchen suboptimalen Hamsterlebensräumen zwar noch irgendwie existieren können, massiv kleiner sind, bis zu 40% kleiner als eben der Feldhamster, der da wohnt, wo er eben am liebsten wohnen mag. Das ist also nochmal durchaus ein wichtiger Faktor, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ja, wenn er in der Hecke unterwegs ist, dann kann er da, hat er halt Schwierigkeiten, weil die ist dann schon verholzt. Der Hamster kann aber nicht seine Ähren-Einholtechnik bei Holzpflanzen anwenden und muss dann mühsam lernen. Manche kriegen es hin, manche kriegen es leider halt eben auch wiederum nicht hin. Wie er denn jetzt bei zum Beispiel einer Heckenkirsche meinetwegen an die Früchte rankommt, die sind für ihn schon nahrhaft, die könnte er ganz gut hamstern und auch einlagern, oder an Nüsschen rankommt und solche Späße, wenn sie noch oben an der Hasel hängen. Theoretisch wäre der Hamster groß genug, um einen Haselzweig einfach durchzunagen, dass der runterfällt, aber das muss er erstmal lernen, dass er das eigentlich kann. Und das sind so Probleme, die da eben entsprechend eine Rolle spielen. Ja. Das war jetzt aber wirklich genügend zum Hamsterlebensraum. Eine gute Nachricht für den Hamster ist tatsächlich der Klimawandel, weil da er ja durchaus trockene Böden gerne mag und Niederschlag kann er nichts mit anfangen. Also es sollte natürlich reichen, dass die Pflanzen auch wachsen können, sonst hat er nichts zu essen. Aber ansonsten, desto trockener, desto mehr freut sich der Hamster, dann kann er wunderbar in seiner Behausung entsprechend leben. Er braucht auch nicht viel Wasser. Das, was er durch die Nahrung zu sich nimmt, insbesondere die grünen Teile der Pflanzenmasse, die ja eben sehr viel Wasser enthalten, das reicht ihm völlig. Der muss also nicht aktiv großartig viel trinken. Wenn man ihn dann in Gefangenschaft hält, dann natürlich schon, aber in freier Wildbahn nicht. Und das bedeutet, Dürren machen dem Hamster jetzt so gar nichts aus. Im Gegenteil, da profitiert er eher von, je früher eine Pflanze irgendwie vertrocknet und damit entsprechend so vorreife Samen hat, die dann irgendwie liegen bleiben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Landwirt damit so gar nichts anfangen kann und sagt, ja gut, das lasse ich jetzt ein bisschen länger liegen, bis es trocken ist oder sonst wie. Und von solchen Situationen kann der Hamster dann wieder profitieren. Und es ist weniger Risiko, dass seine Höhle überflutet wird. Bei Sturzregen, bei extremen Regenereignissen kommt das durchaus mal vor, dass ihm dann die Gänge volllaufen, dann muss er halt eben entsprechend raus und warten, bis das Wasser wieder gesunken ist, bevor er wieder zurück in seine Behausung kann. Das mag er überhaupt nicht. Und dabei kommen natürlich auch hin und wieder mal der ein oder andere Hamster ums Leben. Gut, leider werden solche Extremwetterereignisse dann durch den Klimawandel vermutlich auch wieder zunehmen. Das heißt, das ist wieder nicht gut für den Hamster. Also netto vielleicht eine kleine Verbesserung der Hamsterlebensbedingungen. Also jetzt bei uns speziell. Dann möchte ich noch ein paar Worte zur Hamsterforschung verlieren.
Das ist nämlich bemerkenswert. Kaum ein heimisches Säugetier ist tatsächlich so früh und so gut untersucht worden wie der Hamster. Es gibt noch ein paar andere, wo das auch zutrifft. Das Reh beispielsweise, das Rotwild zum Beispiel, woran halt eben jagdlich unglaublich viel Interesse bestand. Aber für so ein kleines und vergleichsweise nutzloses Tier hat der Hamster schon sehr, sehr früh das Interesse von den ersten Biologen eben entsprechend erweckt. Unter anderem erstens durch sein sympathisches Auftreten, dann durch seine bunte und putzige Fellfärbung. Ne? Der war damals auch schon niedlich. Die Leute waren ja nicht so, dass die jetzt gesagt hätten, das Vieh sieht hässlich aus oder sonst irgendwie. Ne? Und das führte dazu, dass man lustigerweise einen der ersten Tierfilme aus Deutschland überhaupt 1953 über den Hamster gedreht hat. Ja, also da hat man schon ja, so künstliche Bauten angelegt, um eben das Reproduktionsverhalten des Hamsters in Filmmaterial zu dokumentieren. Es ist also sehr, sehr bemerkenswert, wie früh man an dem schon Interesse hatte. Dementsprechend gut untersucht ist der Hamster übrigens. Man hat damals allerdings noch mit Methoden gearbeitet, die man heute gar nicht mehr verwenden kann, um zum Beispiel Hamsterdichten, also wie viele Hamster gibt es pro Quadratkilometer und so weiter, festzustellen. Nämlich, man hat einfach Fallen ausgelegt, man hat teilweise Baue geflutet, um den Hamster rauszutreiben und sonstige Späße gemacht, die dann auch gleich natürlich noch erlegt, zu Zwecken des Sammelns, um dann halt wirklich nachweisen zu können, hier gab es so und so viel Hamster und so weiter und so weiter. Das würde man heutzutage alles nicht mehr machen, Gott sei Dank, weil es gibt viel zu wenig Hamster. Also jede Hamsterzählmethode, die den Hamster gefährdet, jedes Hamsterindividuum ist wertvoll, wäre heute völliger Blödsinn. Ne? Aber ja, einfach der Fakt, dass der unglaublich gut untersucht ist und das schon seit langem vielleicht noch wissenswert. Kommen wir zum spannenden Teil, nämlich was treibt der Hamster denn den ganzen Tag? Und dazu erstmal ein unterhaltsames Zitat aus dem Jahre 1876. Da hat nämlich ein gewisser Herr Brehm geschrieben, das leiblich recht hübsche, geistig aber umso hässlichere, boshafte und bissige Geschöpf. Er bezieht sich da auf die enorme Verteidigungsbereitschaft des Hamsters, der einmal als wirklich ausgesprochener Einzelgänger anderen Hamster gegenüber ziemlich kritisch eingestellt ist. Die Damen vertreiben zum Beispiel den Herren nach erfolgter mehrfacher, sehr, sehr häufig mehrfacher Paarung, dann auch irgendwann aus dem Bau mit Klauen und Zähnen und wehe, der geht da nicht rechtzeitig. Da gibt es dann gewaltigen Ärger. Übrigens ist das übrigens auch ein Faktor, das ist eine wichtige Zwischeninformation, die Hamsterreproduktion in Gefangenschaft so schwierig macht, weil wenn du Hamstermann und Hamsterfrau in den Käfig steckst und es kommt tatsächlich bei denen mal zur Paarung, dann will sie danach sofort ihre Ruhe haben, will ihn aus der Höhle vertreiben, das geht ja noch, aber so ein Käfig, so ein Hamster-Terrarium, wo auch immer man die drin hält, ist halt nur begrenzt groß. Er kann also nur bestenfalls bis zum anderen Ende von dem Käfig ausweichen und das reicht ihr dann gegebenenfalls nicht. Und da kommt es dann zu tragischen Unfällen, die dann mit dem Tod des Hamstermannes enden können, weil der Hamstermann hat gegenüber Hamsterweibchen in der Paarungszeit eine Beißhemmung und wehrt sich nicht. Sie hingegen das Gegenteil, sie will den ja unbedingt vertreiben, damit sie sich wieder ihren Tätigkeiten widmen kann und den Kerl los ist. Und das, wie gesagt, da kommt es dann zu bedauerlichen Unfällen, die in der freien Wildbahn so nicht auftreten, wobei man angeblich in der freien Wildbahn, das ist leider wohl doch nicht ganz auszuschließen, dass das tatsächlich passiert, auch wenn ich es nicht gerne habe, hin und wieder auch schon Kannibalismus bei Hamstern wohl beobachtet hat. Gut, ja, aber ansonsten der Hamster eben von seinem Wesen her tatsächlich ein unglaubliches Ego muss der haben, dass der auf die Idee kommt, irgendwelche Tiere, die um das Hundertfache oder was weiß ich wie viel schwerer sind als der Hamster selber tatsächlich anzugreifen. Es gibt also mehrere belegte Fälle und dazu sogar ein YouTube-Video, das wäre jetzt der zweite Link in meiner Linksammlung in der Videobeschreibung, die beweisen, dass ein Hamster teilweise sich sogar gegen Menschen aggressiv verteidigt und man hat schon Hamster in Jeans festgebissen im Hosenbund über mehrere Meter durch die Landschaft transportiert, weil der Hamster halt die Leute einfach angefangen
gefallen hat, als sie seinem Bau zu nahe gekommen sind. Das ist im Grunde bekloppt, aber andererseits, wie wir bei dem Video, das ihr nicht verlinkt findet und hoffentlich auch nicht gesucht habt, weil es böse Urheberrechtsverletzung ist, wo der Hamster den Fuchs vertreibt, gesehen haben, mit so einem Hamster ist wirklich nicht zu spaßen. Ich beziehe mich hier bei dem Video Hamster gegen Fuchs auf eine Raubkopie vermutlich von einem Tierdoku, die mal auf Dreisat lief. Man findet auf YouTube einen Clip, wo eben ein Hamster gegen einen Fuchs kämpft. Ich will die aber nicht verlinken, da müsst ihr halt einfach selber selbstständig so lange rumsuchen, bis ihr es gefunden habt, weil da das eine offensichtliche Raubkopie bzw. offensichtliche Urheberrechtsverletzung ist, kann ich da nicht drauf verlinken, sonst ist das gegebenenfalls für mich juristisch ein bisschen problematisch, wenn man öffentlich legal auf was Illegales verlinkt, und deswegen will ich das nicht machen, ne? Also wie gesagt, gegebenenfalls selber suchen, und wenn nicht, seht ihr halt nicht, wie der Hamster gegen den Fuchs kämpft. Aber ja, das nur, darauf beziehe ich mich hier gerade. Ich hatte das mal angesprochen in einem anderen Take, der aber so nicht im Video gelandet ist, und deswegen, falls hier Verwirrung aufgekommen ist, jetzt geht's weiter. Und auch die beiden Russen, die sich da mit dem Hamster anlegen, in Link Nummer 2, die bluten schon ordentlich, wie man da sehen kann. Jetzt kann man sich streiten, ist das Tierquälerei, ist das nicht Tierquälerei? Für mich, wenn das dauernd passiert, dann ist das schon irgendwo Tierquälerei, weil besonders viel Spaß hat der Kerl da schon nicht, der Hamster. Aber jetzt für die Wissenschaft war das durchaus eine ganz sinnvolle Sache, und was ich auch nochmal fair finde, nachdem sie dann mal irgendwann genug haben, lassen sie den Hamster ja wieder mal sich im Schuh verbeißen und setzen ihn dann mitsamt Schuh, beziehungsweise schütteln ihn vom Schuh ab, dann im Feld, wo er dann eben auch abhauen kann, ne? Also dem Hamster passiert da ja nichts, und wir haben einige wirklich spektakuläre Aufnahmen von Kung Fu Hamster, der da hier die Russen niedermacht. Nicht? Also das soll jetzt nicht irgendwie schlecht gegen Russen gemeint sein, aber es sind halt einfach nur mal Russen, die zwei, die da vom Hamster niedergemacht werden. Das also vielleicht zu einem herausragenden Merkmal des Wesens des Hamsters. Das ist ein absolut, ein David-Tier sozusagen, und legt sich bevorzugt alle Woche einmal mit irgendeinem Goliath an. Was wir bei jüngerer Forschung allerdings auch belegen können, ist, dass Hamster sehr wohl zwar kein Interesse an Sozialkontakten mit ihren Artgenossen haben, sich aber auch nicht jedes Mal an die Gurgel gehen, wenn sie sich begegnen. Die können ja theoretisch in durchaus sehr hohen Siedlungsdichten auftreten, und dann gehen sie sich einfach aus dem Weg. Das heißt, zwei Hamster treffen sich, stellen fest, aha, da ist ein anderer, und drehen einfach ab, gehen sich aus dem Weg. Ne? Fertig. Also, es wäre auch kontraproduktiv, wenn die jedes Mal in Streit geraten würden und jedes Mal einen Hamsterkampf ausführen würden, weil durch die doch gute Bewaffnung eines Hamsters mit den enorm scharfen Nagetierzähnen und den durchaus auch gefährlichen Krallen, die die haben, wäre das hoch unproduktiv für die ganze Art, wenn die sich gegenseitig dauernd bekämpfen würden, sobald sie eine gewisse Populationsdichte erreicht haben. Das heißt, da kann man schon von ausgehen, dass er ganz so biestig wie hier dargestellt ein leiblich recht hübsches, aber geistig umso hässlicheres, boshaftes und bissiges Geschöpf eben dann wohl doch nicht ist. So, ja, tagsüber bleibt der Hamster also überwiegend in seinem Bau. Nachts kommt er raus und dann legt er los mit dem Nahrungserwerb und geht quasi relativ hohe Strecken zurücklegen. Sogar erstaunlich hohe Strecken, wenn man bedenkt, dass das ein sehr gedrungenes Tier mit sehr kurzen Beinchen ist. Entsprechend, wir haben ja schon in der BBC-Doku gesehen, wie lustig das in Anführungszeichen aussieht, wenn der Hamster frontal auf einen zuläuft mit seinem wirklich kleinen Beinchen. Er kann ja nichts dafür, dass er so ausschaut, und das hat ja auch Vorteile beim im Gang, im Tunnel dann entsprechend unterwegs sein. Überirdisch ist er nicht besonders schnell. Vielleicht hat er sich auch deswegen aus Gründen der Evolution seine Kampffähigkeiten quasi angeeignet, weil Flucht für so einen Hamster einfach vor den meisten Tieren nicht in Frage kommt. Dem Fuchs entkommt er niemals, dafür ist er dann wirklich zu langsam. So lahm ist er jetzt auch nicht, der kann schon mal ein bisschen schnell huschen, aber verglichen mit dem Fuchs keine Chance.
Und da muss er sich ja irgendwie wehren. Man könnte auch vermuten, dass er sich einfach wie Mäuse quasi überall Schlupflöcher anlegt. Und wenn Mäuse oberirdisch unterwegs sind, dann immer ja nur ganz kurze Strecken, um dann wieder im nächsten Loch, in der nächsten Versteckmöglichkeit zu verschwinden. Und die haben innerhalb ihres Lebensraums eben einen riesen Wirrwarr an Gängen, Löchern, Schlupflöchern, Möglichkeiten, sich zu verstecken. Das macht der Hamster nicht. Gerade männliche Hamster legen durchaus mal 500 Meter am Stück zurück in einer Nacht. Man hat von insbesondere die großen Hamster, die sibirischen Hamster, sag ich jetzt mal, machen das sehr gerne. Die sind wohl auch schon weiter unterwegs gewesen. Das weiß man noch nicht so hundertprozentig bei den sibirischen Hamstern. Beim deutschen Hamster weiß man, es gab mal einen Ausnahmehamster, der hatte mehrere Baue und hat in 3 Tagen insgesamt 1 Kilometer an Strecke zurückgelegt und ist das dann auch wieder irgendwie zurückgelaufen, auf mehrere Baue verteilt. Und das ist für so ein winziges Tier schon eine enorme Distanz, zumal das nicht zum Nahrungserwerb überhaupt nicht notwendig ist. Da Hamsterweibchen und Hamstermännchen ungefähr den gleichen Nahrungsbedarf haben, Weibchen eigentlich eher einen höheren, sofern sie dann noch Jungen zu versorgen haben, ist es bemerkenswert, dass ein Weibchen mit 1/2 Hektar auskommt und ein Hamstermann teilweise 2 oder vielleicht sogar mal in seltenen Fällen 2,5 oder 3 Hektar wohl angeblich bereist, ja, und da größere Streifzüge anstellt. Warum dieser Unterschied? Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Paarungsverhalten der Hamster zusammen, weil in der Paarungszeit kommt der Mann ja im Bau der jeweiligen Weibchen vorbei, darf da dann ein bisschen bleiben, bis eben so 72 Paarungen oder irgend sowas erfolgt sind, wird dann wieder vertrieben. Und was macht er dann? Ja, dann geht er zur nächsten. Entschuldigung, da muss man einfach fast ein bisschen schmunzeln. Da wird er dann auch nach erfolgreichen 72 Paarungen oder sowas wieder vertrieben. Und dann geht er wieder zur nächsten. Er hat also ein genetisch eingeimpftes Suchverhalten nach potenziellen Hamsterbauen von Hamsterinnen. Wo aber wirklich auch nur in der Paarungszeit geduldet ist. Zu allen anderen Jahreszeiten gehen sich adulte Hamster eben aus dem Weg. Es gibt auch Revierkämpfe hin und wieder mal, die sind aber äußerst selten und man hat fast noch nie welche richtig beobachten können. Das heißt, zwischen Männern und Weiblein sowieso wahrscheinlich eher nicht, weil die profitieren ja voneinander, das wissen die auch wenn sie eben nur wenige Tage im Jahr miteinander was zu tun haben wollen. Ja, also das ist dieses Wanderverhalten der Hamster und ja, doch beeindruckend. Ah, bis zu 700 Meter legt ein Hamster an einem Tag zurück. Ja, ein Männchen, wohlgemerkt. So, Kommunikation unter Hamstern. Was die untereinander für Töne abgeben, man weiß, dass die Jungen ein kleines Quieken, ein Stimmfühlungslaut gegenüber ihrer Mutter drauf haben. Die Mutter reagiert darauf, wissen wir nicht genau. Beziehungsweise habe ich dazu keine Quelle gefunden. Vielleicht hat es mal jemand untersucht und ich weiß es einfach nicht. So, die Hamster untereinander quieken sich auch in der Paarungszeit ein bisschen gegenseitig an. Das war es an innerartlicher Kommunikation. Aber eine ganze Palette an möglichen Lauten hat der Hamster, wenn man ihn ärgert und er sich entsprechend aufregt. Er kann nämlich Zähne klappern, Zähne knirschen, Zähne reiben, quieken, brummen, grunzen, wie auch immer das genau klingt. Ich habe dazu leider keinerlei Audioaufnahmen, aber dieses Kampfquieken, das, ja, ich will jetzt nicht sagen, es wirkt furchteinflößend, aber man versteht schon, dass das ein aggressiver Laut sein soll. Davon abgesehen wird natürlich noch optisch entsprechend reagiert, wenn der Feind daherkommt. Ich hatte ja schon erwähnt, der Hamster stellt sich auf die Hinterpfoten, entblößt seine schwarze Unterseite, macht hier noch die Pfoten hoch und macht... Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ihr habt das Filmchen ja gesehen, man sieht das ja tatsächlich, dass er das wirklich so macht. Dann setzt er eben Kung-Fu-Sprünge ein, um sich nach Möglichkeit in seinem Gegner zu verbeißen. So, und hier streiten sich jetzt die Gelehrten, nämlich der besagte Herr Brehm aus dem Jahre 1880 ist der Meinung, dass man den Hamster erst totschlagen muss, um dann die
die Zähne des Tieres aus der Haut lösen zu können, nachdem sich der Hamster in seinem Opfer verbissen hat. Der sei also wirklich eine Kampfmaschine sondergleichen. Tatsächlich ist es so, wenn sich ein Hamster wehrt, ja, und seine Kung-Fu-Sprünge macht und versucht, sein Gegenüber entsprechend zu krallen und zu beißen, beißt er sich wirklich massiv fest. Er beißt sich also durchaus auch durch dicke, fette Lederhandschuhe durch. Auch durch einen Schuh kommt er problemlos durch. Also braucht man nicht denken, wenn man den Schuh hinhält, mit dem Fuß drin, dass man da dann irgendwie safe wäre, sondern da hat man dann hinterher eine ordentlich blutende Zehe, wenn es dumm läuft. Aber der Autor des Buches, was ich als Hauptquelle verwende, das ist mal wieder die Säugetiere Baden-Württembergs übrigens, ist immer eine super Basisquelle und dann kann man noch Zeug aus dem Internet dazu suchen und so weiter. Das mache ich bei fast allen meinen Tiervideos so. Jedenfalls der ist der Meinung, dass man den Hamster sehr wohl entfernen kann, ohne ihn gleich totschlagen zu müssen. Wenn man nämlich dann die entsprechende Hand, mit dem Handschuh, dem sehr dicken, aus dem gerade das Blut läuft, weil der Hamster dranhängt. Das ist eine tolle Vorstellung, gefällt mir irgendwie. Dass so ein kleines Tier so einen Mut hat und so ein Temperament, das finde ich einfach toll, kann man den Hamster schon irgendwie am Boden absetzen. Und wenn er merkt, er hat jetzt eine gute Gelegenheit zur Flucht und hat gefühlt sein Opfer gerade getötet, dann lässt er schon los und macht sich davon. Ja, aber das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Also diese Drohgebärde, das gibt's auch in Form von, er schmeißt dich auf den Rücken und macht das dann im Liegen. Oder mit anderen Tönen. Man vermutet, dass das eine Unterwerfungsgeste gegenüber anderen Hamstern auch sein kann. Also insbesondere dieses auf den Rücken schmeißen. Weil bei fast allen Tieren im Tierreich, wenn die ihre Kehle bzw. ihre weiche Unterseite ihrem Gegenüber, ihrem Angreifer präsentieren, wird das bei fast allen Tieren als Unterwerfungsgeste entsprechend gewertet. Das ist so eine universelle Form der Kommunikation im Tierreich, das fast immer funktioniert. Deswegen wäre es einfach anzunehmen, dass es bei Hamstern vielleicht auch so ist. Ist ja sicherlich relevant, wenn sie ihn vertreiben möchte aus dem Bau, er nicht rechtzeitig wegkommt, sie gerade dabei ist, ihn halber tot zu beißen und er dann auch schnell diesen macht, sie dann kurz von ihm ablässt, damit er dann eben entsprechend abhauen kann und sie weiß, sie hat gewonnen und er haut jetzt gleich ab, der olle Hamster, da, eieiei. Oh, und wichtig, was ich noch vergessen habe, der Hamster kann zur Drohung übrigens auch noch seine Backentaschen, ich habe bei der Anatomie vom Hamster vergessen, die Backentaschen zu erwähnen, aber von denen wissen wir ja grundsätzlich sowieso alle, hoffe ich mal, die kann er auch aufpusten, um einfach größer und massiger auszusehen, um den Gegner entsprechend mehr Angst zu machen. Deswegen, der Hamster, den wir in dem Kung-Fu-Hamster-Video sehen, der sieht auch so aus, als wären die Backentaschen voll. Es ist einfach unmöglich festzustellen, ob der tatsächlich mit vollen Backentaschen unterwegs ist. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der dann solche Sprünge vollführen würde, wenn die Backentaschen voll wären. Ein Hamster kann bis zu ein Viertel seines Körpergewichts da einlagern. Und wenn er ein Viertel mehr wiegt, als er normalerweise tut, dann ist das irgendwie so, wie wenn ich einen 25 Kilo Rucksack aufhabe. Ein bisschen mehr als 25 Kilo inzwischen, egal. Jedenfalls, damit macht man keine großen Sprünge mehr. Und das gilt halt auch für so einen Hamster. Und daher gehe ich schwer davon aus, dass er die aufgepumpt hat. Entsprechend der fehlenden Sozialkompetenz, sage ich jetzt mal, vom Hamster, gibt es unter Hamstern auch fast kein Sozialverhalten. Lediglich in Gefangenschaft kann es vorkommen, dass das Männchen, das ja halt nicht flüchten kann und nicht vertrieben werden kann und wie gesagt im gleichen Käfig oder wo auch immer hocken bleiben muss, geduldet wird vom Weibchen bei der Jungenaufzucht und sich dann daran sogar beteiligen darf oder soll, je nachdem. Jungenaufzucht betrifft übrigens erstmal das Verteidigen der Jungen. Wir wissen ja schon, Hamster, hochgradig wehrhaft. Zweitens das Wärmen der Jungen. Drittens das Füttern. Ne? Und was darin besteht, dass man irgendwo einen Haufen Nahrung anhäuft. Hamster sind ja in der Lage, Nahrung in großen Mengen zu transportieren. Und zu guter Letzt dann noch das Zurückbringen von verloren gegangenen Jungtieren, was insbesondere dann in Gefangenschaft, und das ist gut untersucht, vom Vater gerne mal übernommen wird, dass die Jungtiere sich eben früher davon machen, als sie sollen. Jungenaufzucht dauert übrigens nur 4 Wochen. Dann sind die auch schon mehr oder weniger ausgewachsen genug. Die Mutter hält dann nicht mehr aus, will wieder ihre Einsamkeit genießen und ihre Ruhe haben und macht sich davon, verlässt also den Bau, während die Hamster noch quasi zu Ende ausreifen, zu Ende bis ins
selbstständige Lebensalter übergehen und die separieren sich dann auch von alleine. Also wer meint, er ist jetzt groß genug, verlässt den Bau und ignoriert ab dann seine Geschwister, beziehungsweise kriegt mit denen gegebenenfalls auch Streit, wenn es zu Auseinandersetzungen kommen wird. Und ja, die hauen einfach alle in alle Richtungen ab. Und es ist einfach bezeichnend, die Mutter haut ab, bevor die Jungen in der Lage sind, komplett 100% selbstständig zu sein. Na, die zeigt denen vorher schon auch ein bisschen was, aber für ein Säugetier hat ein Hamster eine vergleichsweise geringe Fürsorglichkeit zu seinen Nachkommen. Ja? Also vergleichsweise. Die werden ja schon umsorgt und gehegt und gepflegt, bis sie groß genug sind. Aber sie haut dann ab, sie hat dann die Schnauze voll. Da wir gerade von der jungen Aufzucht gesprochen haben, können wir auch gleich mal uns dem Bau widmen. Der besteht je nach Alter des Hamsters, mit zunehmendem Alter werden die Baue immer komplexer, aus bis zu 25 Metern Baulänge, Ganglänge insgesamt. Also die legen schon ordentliche Unterkünfte an. Die Mindestausstattung vom Basisbau sozusagen besteht in Eingangs- und Fluchttunnel, die von außen, also von Boden, Erdoberfläche runtergebuddelt werden. Dann legt man eine Nistkammer an, baut sich gegenüber noch einen Fluchttunnel, auch von außen, also von außen zur Nistkammer, wie er die findet, keine Ahnung. Kann er jedenfalls und dementsprechend ist das Mindestangebot. Wenn der Bau dann überwinterungsfähig gemacht werden soll und die Nistkammer fertig ist, dann wird noch eine Fallröhre angelegt, direkt zur Nistkammer. Die wird allerdings von innen nach außen gegraben. Das ist ein wesentlicher Unterschied und dient wahrscheinlich der Tarnung, weil das soll so der Not- und Spezialausgang sein, falls nochmal irgendwas Bestimmtes passieren sollte. Das führt einfach dazu, dass die normalen Eingänge, beziehungsweise je nachdem wie viele das halt sind, bei alten Bauen sind das auch noch ganz viele dann irgendwann, da werden immer mehr angelegt, die haben immer einen Auswurfhaufen am Eingang, ja, weil die ja von oben nach unten gebuddelt werden und das Material nach oben rausgescharrt wird. Ganz anders eben die Fallröhre, die gräbt da von innen nach außen und sämtliches Material kommt unten an und wird dann durch die anderen Gänge nach außen geschafft, aber oberhalb von der Fallröhre gibt es zwar das Loch, aber sonst nichts. Das heißt, es ist relativ gut getarnt und schwer zu sehen. Tiefe, wenn er kann, baut der Hamster seine Winterbau, also erweitert den Bau für den Winter, nochmal um eine Übernachtungskammer in 2 Meter Tiefe, wenn er kann. Ja, deswegen ist es ja so wichtig, dass die Böden entsprechend tiefgründig sind, denn in 2 Meter Tiefe, da stört ihn kein Flug mehr, da macht der Traktor auch keinen großen Schaden mehr und da ist es vor allen Dingen auch vergleichsweise schön warm, insbesondere da er seine Nisthöhle bzw. seine Schlafhöhle noch mit diversem Pflanzenmaterial auspolstert. Das kann er ja alles wunderbar transportieren, auch in den Backentaschen. Moose, Gräser, Stroh, so ein Zeug. Ne? Dann gibt es noch Vorratskammern, die werden gegen Spätsommer angelegt, damit sie für den Winter zur Verfügung stehen. Eine bis mehrere, auch wieder je nach Alter und Komplexität des Baus bzw. des Hamsters. Und es gibt noch ein Klo. So, also eine Kammer, die entweder eine umfunktionierte Vorratskammer ist oder eine extra gegrabene Klokammer. Und das war es dann aber auch im Wesentlichen. Nur durch die eben vielen Zugänge und gegebenenfalls jede Menge, auch mehrere Fallröhren, da legt er nach und nach auch noch zusätzliche an, kommen wir dann eben tatsächlich auf bis zu 24 oder 25 Meter Gesamttunnellänge. Das ist schon beeindruckend. Der Architekt unter dem Acker sozusagen ist der Hamster. Im Bau findet dann logischerweise auch der Winterschlaf statt, wobei wir sagen müssen, ein richtiger Winterschlaf ist es nicht. Was ist ein richtiger Winterschlaf? Beispiel Igel, Siebenschläfer, sowas in der Richtung, pennen ein, Stoffwechsel reduziert sich auf ein absolutes Minimum, wachen wieder auf und es ist Frühling. Puff. Ne? Das kann der Hamster so nicht. Der Hamster schläft bis zu 14 Tage durch, wacht dann auf,
frisst was von seinen Vorräten, dafür sind die ja da, schläft dann wieder ein, wacht dann wieder auf, frisst wieder was und so weiter. Dazu muss man sagen, die Reihenfolge des Schlafensgehens hängt vom Alter der Tiere ab. Alte Männchen gehen als erstes schlafen, haben auch die größten Vorräte angelegt, das hängt auch mit dem Körpergewicht zusammen. Minimumvorrat für ein erwachsenes, älteres, männliches Tier sind 1,2 Kilo, entsprechend größtenteils Samen natürlich, ne? Also Weizenkörner, Roggen und was man halt so findet. Bei den Weiblein Mindestvorrat, da die ja deutlich kleiner sein können, 0,5 Kilo. Jungtiere entsprechend eben auch nochmal ein bisschen weniger, je nachdem wie jung die sind. So, und dann wird in folgender Reihenfolge schlafen gegangen. Erst eben die alten Männchen, die Weibchen etwas später und zuletzt die Jungtiere, die gehen als letztes in den Winterschlaf. Man macht dann eben von innen seine Kammer zu, verschließt die Eingänge, das hatte ich schon erwähnt, mit irgendwelchem lehmartigen Material, das dann festbeckt und einen guten Schutz nach außen darstellt, dient vor allen Dingen der Thermoisolation. Wann der Hamster dann wieder auftaucht, wichtig ist noch, die ersten Tage schlafen sie jeweils nur ca. 23 Stunden, essen was, schlafen wieder 23 Stunden, essen was und die Schlafperioden werden dann in den Winter hinein immer länger. Kurz bevor sie dann wieder aufwachen und wieder an der Oberfläche erscheinen und aufstehen sozusagen und wieder rauskommen aus dem Bau, läuft das dann nochmal so ab, dass sie dann wieder nur 24 bzw. 23 Stunden schlafen, was essen, 23 Stunden schlafen, was essen und so weiter und so weiter. Dann haben sie auch einen besseren Überblick, wie viel Essen habe ich noch da. Und normalerweise kreuzen sie dann oben auf, wenn die Vorräte entweder alle sind, dann wird vorher aufgekreuzt oben, oder eben, wenn sie es selber für richtig erachten. Sie haben keine durch Temperatur oder Tageslänge oder sonst wie gesteuerten Schlafrhythmus, sondern denen ist einfach genetisch eingegeben, du schläfst so und so lange und dann kommst du wieder raus. Das ist wahrscheinlich über die Evolution, je nach Hamsterpopulation für die Region, in der sie leben, halt dann entsprechend unterschiedlich und dann auch ganz gut angepasst. Es kann also schon mal passieren, dass ein Hamster zu früh aufkreuzt an der Oberfläche und es dann noch überhaupt nichts zu fressen gibt. Oder er kommt relativ spät und hätte viel früher kommen können und es hätte bereits was gegeben. Also sowas kommt bei Feldhamstern vergleichsweise oft vor, aber meistens passt es dann doch einigermaßen. Ernährung. Machen wir es kurz. Ich habe hier eine vollständige, mehr oder weniger vollständige Liste von allem, was ein Hamster so in seinem Bau einlagert. Los geht's. Wo geht's denn los? Huflattich, Gänsedistel, Ackerwinde, deren Wurzeln, Blätter von Mohn, Spitz- und Breitwegerich, Samen des Breitwegerichs, Blätter und Wurzeln der Quecke, Blätter und Samen von Hederich, Melde, Hirtentäschel, Löwenzahn, Blätter von und Halme von Mais, Roggen, Gerste, Weizen, Hafer, Erbsen, Wicken, Saubohnen, Blattstiele und Rübenstücke von Zucker- und Futterrübe, Möhren, Kartoffeln, Rotklee, dessen Wurzel, Weißklee und Luzerne. So, als Wintervorräter dienen dann die Körner der genannten Getreidearten und Samen, außerdem Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zucker- und Runkelrüben, Radieschen, Samenkapseln und Möhrenstücke. Außerdem mag er dann noch tierische Nahrung. Da gibt es folgendes. Verschiedene Schneckenarten, Regenwürmer, Maikäfer, Engerlinge, andere Käferlarven, Schmetterlingspuppen, Heuschrecken, Frösche, Eidechsen, Blindschleichen, Jungvögel von Bodenbrütern, Lerche, Fasan, Rebhuhn und Wachtel und Feldmäuse. So, gesammelt wird das ganze Zeug logischerweise in den Backentaschen. Das ist ein spezielles dehnfähiges Hautmaterial, was er da eben entsprechend hat, das noch runter zum Hals geht. Also die Backen des Hamsters reichen quasi so bis halbe Halslänge. Nicht, dass der einen besonders langen Hals hätte, den sieht man ja quasi gar nicht bei ihm. Aber das ist bemerkenswert, das ist so eine anatomische Besonderheit, dass also da einfach der Mundraum deutlich vergrößert ist quasi beim Hamster. So ist es eben möglich, dass er in diesen Backen jede Menge Zeug transportieren kann und selbst ein kleiner Hamster schafft pro Backe ca. 50 Gramm Körner. Das bedeutet, der kann pro Lieferung 100 Gramm Weizengrieß quasi transportieren, was dann auch eine enorme Kalorienmenge darstellt. Und wenn er halt eben gute Lebensbedingungen hat und entsprechend die Zeit hat und das Feld lange Zeit nicht geerntet wird, kann es vorkommen, dass so ein Hamster enorme Futtermengen einlagert. Es gibt
Berichte von zentnerweise Essen, was der Hamster eingelagert haben soll. Das ist natürlich Quatsch. Aber der tatsächlich wohl realistisch und gemessenste Höchstwert an eingelagerten Nahrungsmitteln von einem alten Hamstermännchen liegt bei 65 Kilo. Ich finde das wirklich irre. Und da wird einem der Hamster immer sympathischer. Übrigens, diese Einlagerung erfolgt natürlich so, dass er mit den Vorderpfoten, was immer er mampft, hebt. Und das muss man unterscheiden. Wenn er was isst, um sich zu ernähren, dann macht er dieses übliche Nagetier-Nagen. Dann ist es weg. Wenn er es einlagert, dann geht das so. Flupp. Und weg. Flupp. Da kann man ihm also, wenn man ihm zuguckt, durchaus sehen, ob er gerade speichert. Oder dann werden auch entsprechend die Backen immer größer und größer und größer. Oder ob er gerade wirklich was isst, um sich entsprechend zu ernähren. Wenn er dann im Bau angekommen ist, wird die jeweilige Backe mit der gegenüberliegenden Pfote ausgeräumt. Auch das sieht unglaublich knuffig aus. Also einmal hier und einmal da. Er kann aber auch ein Notrauswürgen der Nahrung, wenn man ihn eben unterwegs angreift. Ich habe das eben noch falsch erzählt. Ich hatte jetzt nochmal die Gelegenheit, mir das nochmal in Ruhe durchzulesen. Und tatsächlich bietet meine Literatur dazu noch einen Hinweis. Der Hamster, wenn man ihn trifft, ja, und er hat gerade voll beladene Maximalladung in der Backentasche, dann kann man ihn tatsächlich auch hochheben und mit der Hand fangen. Weil manchmal ist der Hamster zu geizig, um das schnell auszuspucken, um sich zu verteidigen. Und mit vollen Backen Taschen kann er nicht beißen. Das heißt, dann ist der Unterkiefer zu blockiert, da hängt ja auch ein ordentliches Gewicht dann dran. Das muss ja alles vom Unterkiefer gehalten werden, was er da gehamstert hat. Und dann kann es eben passieren, dass er vor lauter Geiz einfach nicht ausspucken möchte, was er da dabei hat. Und man kann im Grunde ihn wirklich dann relativ einfach einfangen. Aber das sind Ausnahmefälle. Im Regelfall macht er eine Notentleerung, spuckt das dann schnell aus und geht auf einen los. Ich hatte ja schon über natürliche Feinde vom Hamster gesprochen. Da wäre bei nächtlichen Raubvögeln der Uhu zu nennen. Ansonsten, wenn der Hamster tagsüber unterwegs ist, auch andere große Greifvögel, Mäusebussard und Ähnliches, was ähnlich groß ist, können zumindest einem jungen Hamster auf jeden Fall gefährlich werden. Insbesondere, wenn er keine Deckung findet, was eben auch ein größeres Problem seiner Gefährdung ist. Da kommen wir gleich noch zu. Sonst Fuchs, Dachs, Hermelin, gerade noch so bei Junghamstern, sonst Iltis vor allen Dingen unter den Mardern, wenn es nicht der Dachs ist, und Marderhund, Waschbär, so die Neozoen, die da auch nochmal potenziell eine Rolle spielen können. So, ansonsten Mensch. Straßenverkehr, Mensch in Form von Straßenverkehr, dass jemand aktiv Jagd auf Hamster macht, gibt es heutzutage nicht mehr. Bis 1980 gab es noch Hamsterjäger, die im Jahr über 1000 Hamster erlegt haben. Was waren andere Zeiten. Aus heutiger Sicht scheiße. Damals war auch schon absehbar, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Die entsprechende Gesetzeslage kam 1980, dass der Hamster unter Schutz zu stellen ist. Und man keinesfalls mehr Hamster töten darf. Jedenfalls nicht legal. So. Die Gesamtsituation des Hamsters ist jetzt folgendermaßen, nämlich scheiße. Es gibt ein großes und ein recht erfolgsversprechendes Schutzprogramm für den Hamster. Dazu komme ich gleich, aber sagen wir erstmal kurz, von was wird denn der Hamster am meisten bedroht? Wandelnde Landwirtschaft. Ja, das ist jetzt nichts Neues, den gibt es ja schon lange. Aber seit es den eben entsprechend gibt, sind die Hamsterbestände auch immer weiter zurückgegangen. Vor allen Dingen durch komplette Abernte der Felder, dann entfernen, was da noch so rumliegt. Also die ganzen Stoppeln und die einzelnen runtergefallenen Samenkörner werden auch relativ schnell geräumt. Außerdem tiefreifende Bodenbearbeitung, das heißt Junghamsterbaue gehen automatisch kaputt. Junghamster gräbt nicht so tief wie Althamster. Wenn dauernd der Nachwuchs stirbt, stirbt der Hamster logischerweise auch aus. So eine hohe Lebenserwartung haben die ja auch nicht. Des Weiteren grundsätzlich einfach das Fehlen von Deckung. Damit kann der Hamster, wenn er dann rauskommt, sich nirgendwo verstecken. Kann bei der Nahrungssuche dann auch wunderbar von allen möglichen Tieren gefangen werden. Es kommt jetzt sogar neuerdings, in Anführungszeichen, hin und wieder, sehr selten allerdings, vor, dass auch eine Hauskatze Hamster fängt.
weil der Hamster keine Deckung mehr hat und dann eben auf dem offenen Feld unterwegs sein muss und damit wenig Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Hauskatze zu bieten hat. Das muss aber auch eine verdammt geschickte Hauskatze sein, dass die sich gegen so einen aggressiven Hamster dann durchsetzen kann. Weil von der Größe her wäre ein Hamster, also zumindest ein ausgewachsener, völlig aus dem Beuteschema raus von einer stinknormalen Hauskatze. Aber gut, manchmal gibt es ja so super Ultrakatzen. Ich habe auch schon die ein oder andere kennengelernt. Jo, des Weiteren wäre dann noch anzumerken, ebenfalls ein großes Problem ist tatsächlich, da ist es jetzt wieder, unser schönes Roundup Glyphosat, das man benutzen kann, um im Frühjahr den Acker komplett vegetationsfrei zu halten, damit dann wunderbar die entsprechenden Pflanzen, die man da haben will, hochkommen können. Aber wenn der Acker im Frühjahr komplett vegetationsfrei ist, muss der Hamster quasi verhungern, weil er dann eben keine Chance hat, an irgendwelche Knospen, Zwiebeln und sonstiges Zeug von eben dem Zeug, was im Frühjahr schnell hochwächst, wo er sich dann notdürftig ernähren muss, bis das gute Zeug kommt. Da hat er keine Chance, da findet er dann gar nichts mehr. Außerdem fehlen ihm, wie gesagt, die Rückzugsorte. Und die Gegenmaßnahmen sind jetzt logischerweise genau all das Genannte ein bisschen zu reduzieren. Heißt, man lässt ein Stück Feld stehen bis zum Herbst und erntet es erst dann, nachdem der Hamster quasi durch ist und der Hamster sich bereits zurückgezogen hat, um eben Winterschlaf zu halten. Man legt Grünflächen und schön hohe Grasflächen entlang von Wegen beispielsweise an, auf Böschungen. Grünflächen mitten im Feld. Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Feld hat, wo man ein paar Findlinge gefunden hat, also viele Steine drin hatte, dann legt man in der Mitte vom Feld halt einen Steinhaufen an, der nicht allzu hoch ist, der dann zuwuchern kann und so weiter. Und der Hamster hat dann zumindest da, der kann zwar keinen Bau graben, aber er hat zumindest eine Rückzugsmöglichkeit und kann sich da mal ein bisschen verstecken, während er auf dem Rest vom Feld unterwegs ist, um irgendwelche Körnerchen noch aufzusammeln. Man lässt eben den Ernterückstand länger liegen, bis der Hamster sich daran auch satt gefressen hat. Grundsätzlich reicht der Ernterückstand, nachdem der Mähdrescher drüber gegangen ist, für zig Hamster aus. Also das ist mehr als genug zu futtern. Die suchen sich dann einzelne Körnchen, die auf dem Boden liegen, noch raus. Der wirtschaftliche Verlust ist relativ gering. Und wie gesagt, noch den einen Streifen da stehen lassen für den Hamster. Des Weiteren kann man sagen, man pflügt erst, wenn der Hamster Winterschlaf hält, in tiefere Tiefen. Und am Hamsterschutzstreifen sowieso gar nicht, dass also die Baue, die ja da anliegt, bis in alle Ewigkeit eine Möglichkeit Bestand haben können. Es werden auch alte Hamsterbaue von jungen Hamstern übernommen, wenn sie welche finden können. Da ist gerade niemand drin. Also so könnte man eine dauerhafte Hamsterpopulation sehr stark stärken und zumindest anteilig auf manchen Feldern eben auf Glyphosat im Frühjahr verzichten, damit auch im Frühjahr schon was wächst, was der Hamster dann fressen kann. Wer mag, kann sogar noch eine zusätzliche Lupinien- und Kneewiese für den Hamster anlegen, in der Nähe vom Hamsterschutzstreifen. So, und das kostet jetzt alles Geld. Und die gute Nachricht, da gibt es ein entsprechendes Förderprogramm entsprechend von der Bundesregierung. Details dazu kann man auf feldhamster.de nachlesen. Das lohnt sich, die Seite, die ist auch schön gestaltet und es gibt ein paar schöne Aufnahmen vom Hamster da zu sehen. Und da wurde eben entsprechend Geld locker gemacht, läuft noch bis 2023, glaube ich, das Projekt. Danach muss man mal gucken, wie es weitergeht. Und da will man eben gerade im Kerngebiet Zentraldeutschland, wo der Hamster zu retten ist, den Hamster eben entsprechend retten, indem man Landwirte findet. Und da gibt es durchaus auch ein paar, die da eben auf freiwilliger Basis mitmachen. Das kann für die Landwirte dahingehend finanziell interessant sein. Und ganz wichtig, Landwirt ist hier nicht der Buhmann. Die müssen das machen. Warum? Weil wir es nachfragen. Ja? Die sind nur die ausführende Gewalt. Wir alle, sämtliche Verbraucher, wir alle sind schuld, dass die Landwirtschaft so ist, wie sie ist. Das liegt nicht an den Landwirten, sondern daran, was wir einkaufen. Ja? Lediglich, wer nur Bio einkauft, kann sich darauf berufen, dass er nicht dran schuld ist, dass es diese Massenlandwirtschaft in dieser Form halt nun mal gibt. Übrigens, wenn wir alle nur Bio einkaufen würden, hätten wir auch gegebenenfalls eventuell ein kleines Versorgungsproblem, aber das mal nur am Rande angemerkt. Eventuell, ja, es gibt Lösungen, aber das ist jetzt nicht hier das Thema. So, das Gute für die Landwirte eben ist, die kriegen für ihre Hamsterausgleichflächen eine gewisse Entschädigung, was ein fixes Einkommen darstellt. Und auch dann, wenn wir zum Beispiel 2018 oder 2019 eher miese Erträge in der Landwirtschaft gehabt haben, hat ein Landwirt mit entsprechender Hamsterfläche für die Fläche gutes Geld bekommen, während er für seine Standardfläche, von der er normalerweise tatsächlich noch ein bisschen mehr Geld bekommt, das ist schon so, hat er aber jetzt an der Hamsterfläche gegebenenfalls mehr verdient als an den anderen Flächen. Und es ist halt sicheres Einkommen, Risiko safe. Ja, egal was passiert mit Klima und so weiter und so fort, die Hamsterfläche wird trotzdem bezahlt.
Jetzt weiß ich nicht, inwieweit, wie lange das noch weiter bezahlt werden soll und so weiter und so fort. Da müsste man sich zu dem Projekt noch näher schlau machen. Und wer jetzt Lust hat, für den Feldhamster noch was Gutes zu tun und vielleicht im Bereich Hessen, Südliches, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, also diese Region halt einfach, wo das Hamsterprojekt da eine Rolle spielt. Wer sich da nützlich machen möchte, kann auch als ehrenamtlicher Helfer bei der Hamsterkartierung behilflich sein, weil, das ist wichtig, wenn man nämlich nicht weiß, wo wohnt der Hamster eigentlich, kann man auch nicht an den zuständigen Landwirt herantreten und den eben davon überzeugen und bezahlen. Das gehört aber auch wirklich, das gehört sich ja auch, dass er dafür dann auch was verdienen soll, dass er halt eben entsprechend Hamsterschutzflächen anlegt. Und dafür muss man, wie gesagt, wissen, dass der Hamster überhaupt da ist. Und das ist vor allen Dingen, gerade wenn man keine Fallen aufstellen möchte und so weiter und so fort, eine personalintensive Sache. Und dafür braucht man Freiwillige und da kommen dann halt eben sämtliche Leute, die da gerne mithelfen möchten, ins Spiel. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich auch schon persönlich drüber nachgedacht habe. Für mich ist das alles jeweils relativ weit weg bis zur Hamsterzone. Aber ja, vielleicht mal eines Tages. Ich muss mal Chefin noch fragen, ob Chefin mal Lust hätte, Hamster zählen zu gehen, beziehungsweise Hamsterlöcher suchen zu gehen. So läuft das mehr oder weniger ab. Und auch dazu verlinke ich euch gerne noch ein Video. Das ist dann, glaube ich, Link Nummer 3, aber ich schreibe es eh nochmal dazu, wo man dann Näheres zu diesem Hamsterprojekt erfährt und halt eben auf feldhamster.de. Und vielleicht gelingt es uns dann ja doch mit genügend Einsicht und auch mit genügend politischem Willen und mit genügend freiwilligem Engagement zu verhindern, dass der Feldhamster in Deutschland ausstirbt. Weil, wenn wir das nämlich jetzt nicht mit entsprechend massiven Maßnahmen unterstützen, dass der Feldhamster halt nicht ausstirbt, dann tut das in circa 10 Jahren. Kann man so grob festlegen. So zwischen 8 und 15, 10 ist also so ein guter Mittelwert, bis er komplett ausgestorben ist in Deutschland. Das ist, wäre sehr, 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 sehr schade und ich hätte da massive Probleme mit. Aber der Ehrlichkeit halber muss man noch hinzufügen, wir haben es hier mit einer Randpopulation im Randverbreitungsgebiet vom Feldhamster zu tun. Dass der Feldhamster also als Art ausstirbt, wenn er in Deutschland ausstirbt, das ist nicht zu befürchten, nicht mal im Ansatz. Das heißt, es wird einen Feldhamster weitergeben, nur halt nicht mehr bei uns. Das bedeutet also, dass man schon zugegebenermaßen, wenn man das Ganze nüchtern betrachtet und ignoriert, was für ein unglaublich sympathisches Tier das ist, den Aufwand, den man jetzt in die Rettung des Feldhamsters investiert, schon irgendwo eventuell deckeln sollte. Eventuell. Und das muss ich jetzt vor allen Dingen deswegen sagen, weil ich ja zum Beispiel behaupte, dass die Rettung des 3-10-Spechts im Schwarzwald nicht allzu viele Ressourcen verschlingen sollte, weil der im Schwarzwald normalerweise nicht vorkommt und ein Kulturfolger ist, der die Fichtenmonokulturen, die jetzt langsam verfallen, des Schwarzwaldes bewohnt. Und ohne die Fichtenmonokulturen, die nun in keinster Weise natürlich sind, gäbe es den 3-10-Specht im Schwarzwald halt eben auch nicht. Und ich argumentiere dann damit, der ist in seinem Bestand als solcher, als 3-10-Specht in keinster Weise bedroht. Wenn die paar Exemplare in Deutschland aussterben, dann gibt es halt in Deutschland keinen 3-10-Specht mehr, aber Sibirien ist weiterhin voll davon. Und nur der Ehrlichkeit halber muss man mit der gleichen Argumentation auch irgendwo an den Feldhamster herangehen. Nur ist der Unterschied folgender. Im Schwarzwald gibt es gefühlte 6 oder 7 oder meinetwegen 10 Brutpaare von 3-10-Specht. Das ist niemals eine selbstständig reproduzierbare Population. Es ist also vollkommen hoffnungslos, den 3-10-Specht da zu erhalten. Es sei denn, man möchte da wirklich mit im Grunde Ausbringungsmethoden arbeiten, dann wäre das nochmal eine Option. Aber ansonsten hoffnungslos. Ne? Der ist dann nur noch als Relikt da und quasi zum Touristen bespaßen, in Anführungszeichen, und sagen zu können, wir haben ihn halt da. Ne? Beim Hamster sieht es anders aus, da ist es schon noch möglich, dessen Population wirklich zu retten, dass es also wieder schafft, sich selbstständig zu reproduzieren und wieder eine Bereicherung unseres Ökosystems entsprechend eben darstellt. Und zwar eine durchaus große Bereicherung, weil je kleiner das Tier, desto mehr Tiere hängen dann von dem kleinen Tier ab. Er kann auch als Nahrungsmittel für andere Tiere eben eine Rolle spielen. Eventuell freut sich der und gerade die Junghamster, wenn der Hamster dann wieder sein enormes Reproduktionspotenzial, weil der hat schon relativ viele Nachkommen natürlich, wie alle Nagetiere, ausnutzt, ist er schon wichtig fürs Ökosystem. Ja, gerade so kleine Tiere, die am unteren Rand der Nahrungskette vor sich hin hamstern, sind
ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Ehrlich gesagt muss man in diesem Zusammenhang dann auch sagen, so ein Hamster wäre für das Ökosystem erheblich wichtiger als ein Bär oder sogar der Wolf. Wobei beim Wolf kann man sich streiten, weil er halt die Rehpopulation etwas reduziert, womit dann wieder andere Pflanzen besser durchkommen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber beispielsweise der Luchs. Ne? Der Luchs, der hat auch positive Aspekte. Definitiv hat er jede Menge. Aber den Spitzenpredator da haben oder nicht da haben, der sitzt da oben an der Pyramide. Ne? Da oben an der Pyramide sitzt so ein Luchs oder so ein Wolf oder so ein Bär und so weiter. Und was die da treiben, ist schon auch wichtig. Ja? Das ist nicht egal. Das ist ganz wichtig, dass das nicht egal ist. Aber wenn man hier unten aus der Pyramide irgendwo was rausnimmt, zwar gibt es da noch diverse andere Tiere, die das so ein bisschen abpuffern, aber da unten ist es viel, viel dramatischer, wenn man da was rausnimmt, als hier oben. Und deswegen, wenn wir nur eine Summe X an Geld zur Verfügung haben, zum Arterhalt bestimmter heimischer Tierarten, ja, dann vielleicht eher in den Hamster investieren als zum Beispiel in so einen Wolf. Davon abgesehen, dass der nicht erhalten werden muss, der kommt ja von alleine und breitet sich von alleine aus, dass ihn einfach machen zu lassen, würde nichts kosten, ja? Also, wenn man das politisch entsprechend umgesetzt bekommt. Aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Geld, das man zum Erhalt des Hamsters investiert, ist vergleichsweise gut angelegt, meiner Meinung nach. So. Das wäre also die Alternative zu Hamsterkäufen gewesen. Dauert auch genauso lange wie ein ausgiebiger Hamsterkauf. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht irgendwas wahnsinnig Wichtiges verpasst, weil ihr das jetzt angeguckt habt. Und denkt immer dran, Hamster sind cool. Und ich bin raus, lasst euch nicht betüxen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.